Heute wird's ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Folgendes, liebe Uistronomen, habt ihr gut geschlafen? Ja? Weil heute ist nämlich Freitag der 13. Ja, nicht nur Freitag der 13., sondern auch Vollmond. Vollmond und Freitag der 13., das kommt nur ganz, ganz selten vor. Zumindest habe ich gestern auf Facebook gelesen, so ein kleines Bild, das in alle verteilt wird, dass morgen halt nicht nur, auf dem Bild stand das Datum, weil es wurde ja schon früher verteilt. Was rede ich da? Ich erkläre es euch gleich, jedenfalls ist es ganz kompliziert mit der Rechnerei. Wenn Vollmond ist, dann werde ich doch immer zum Werwolf. Müsst ihr auch aufpassen, vielleicht passiert das. Guck mal, die Haare. Koffel. Ich habe nämlich bei Facebook ein Bild gesehen, auf dem stand eben, dass Freitag der 13. ist und Vollmond und dass das nächste Mal erst 2049 passiert. Und da habe ich mir dann überlegt, ja Moment mal, das klingt ja komisch. Stimmt das oder ist das wieder nur so eine Sache, die da auf Facebook rumverteilt wird und wo wieder keiner die Fakten geprüft hat und das überhaupt nicht stimmt? Und was hat das Ganze zu bedeuten? Und dann habe ich mal angefangen zu rechnen. Ich bin nicht gut im Rechnen, aber wir probieren es einfach. Der 13. ist ja 12-mal im Jahr, ist der 13. in einem Monat. Dass es ein Freitag ist, kommt rein theoretisch alle 7-mal vor, weil es gibt ja 7 Wochentage und das ist ja dann irgendwie gleich verteilt. Es stimmt nicht ganz so, weil ja manchmal die Monate unterschiedliche Längen haben, 31 Tage, 30 Tage, 28 Tage. Deswegen ist das so ein bisschen durcheinander manchmal, aber im Großen und Ganzen auf lange Sicht betrachtet ist es so, jeder 7., 13. im Monat ist ein Freitag. Also das heißt, dass es im Jahr ungefähr so zwischen 1 und 2 Freitag der 13. gibt. Jetzt müssen wir noch rechnen, wie oft kann das denn sein, dass Vollmond ist. Vollmond gibt es alle 29,53 Tage. Also sagen wir mal, alle 30. Freitag der 13. sind auch ein Vollmond. Das heißt also tatsächlich, es kommt ungefähr alle 25 Jahre vor. Gut, und da es ja natürlich nicht genau so irgendwie hinhaut mit dem was weiß ich wann, ist der tatsächlich der nächste erst im 2049. Stellt euch das mal vor, hättet ihr das gedacht? Ich hätte das auch nicht gedacht. Es ist erst 2049 der nächste Freitag der 13. der Vollmond. Klingt ungewöhnlich, ist aber so. So, jetzt ist aber Vollmond überhaupt nichts, was irgendwas bedeutet. Es gibt Leute, die sagen, sie könnten bei Vollmond nicht schlafen. Wegen der Anziehungskraft oder so irgendwas. Das stimmt natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht, aber es gibt Leute, die schwören drauf. Es ist tatsächlich so, der Vollmond hat überhaupt keinen Einfluss auf den Schlaf. Wurde natürlich mit vielen, vielen Tests mit Menschen oder vielleicht auch Tieren herausgefunden. Wissenschaftler, die Leute in Räume gesteckt haben, ohne Fenster, ohne dass sie wussten, welche Uhrzeit es ist, welcher Tag es ist und vor allen Dingen nicht wussten, wie der Mond steht und geprüft und festgestellt haben, dass da überhaupt kein Unterschied besteht. Das Einzige, was natürlich sein könnte, ist, wenn man eine große Fensterwand hat und keine Rollläden, dass man dann schlechter schläft, weil das Telefon klingelt. Das Einzige, was natürlich passieren könnte, ist, dass man eine große Fensterwand hat und dadurch, weil es etwas heller ist, etwas schlechter schläft und dann natürlich denkt, man schläft schlechter, weil es Vollmond ist. Aber es gibt auch Leute, die bestehen drauf, die sagen, nein, sie haben auch schlechter bei Vollmond geschlafen, ohne zu wissen, dass Vollmond ist. Es wurde ihnen erst im Nachhinein gesagt, dass Vollmond ist. Und das hat natürlich zwei Gründe. Einmal ist es so, dass man sich dann natürlich an das Ereignis erinnert. Man konnte schlecht schlafen. Und wenn dann jemand sagt, ja, weil Vollmond war, dann merkt man sich, ach ja, weil Vollmond war. Wenn man an einem anderen Tag aber mal schlecht schlafen konnte und es war halt kein Vollmond, dann stört das. Dann, also, ne, ihr, ja, setzt es ihr manchmal schwer bei Vollmond, weil Vollmond. Naja, und das andere ist natürlich, also, dass man die Verbindung erst hinterher herstellt. Also, dass man vielleicht gar nicht schlechter geschlafen hat, während Vollmond war, nur
im Nachhinein, wo man erfahren hat, das ist Vollmond und einem eingeredet wurde, da schläft man schlechter, dass man dann auch tatsächlich denkt, dass es tatsächlich so gewesen war, dass man schlechter geschlafen hätte. Also quasi die Vergangenheit verändert sich in der Erinnerung. Die Vergangenheit verändert sich in der Erinnerung. Die Vergangenheit verändert sich in der Erinnerung. War es so, dass man tatsächlich denkt, dass es auch dann tatsächlich gewesen war. Naja, so ist das jedenfalls, dass mit dem Vollmond und dem Schlafen, da ist eigentlich wirklich gar nichts dran und die Leute schwören drauf, dass es tatsächlich so sei. Sie würden da sogar Geld drauf setzen, aber es ist tatsächlich so, der Vollmond hat überhaupt keinerlei Einfluss auf den Schlaf. Und man kann auch keine Haare besser dabei schneiden und man wird auch nicht leichter und sollte auch nicht seinen Diätplan danach richten. Es gibt keine Mondkuren. Aber was es tatsächlich gibt, und das ist ein riesiges Phänomen, ist die Mondtäuschung. Der Mond wirkt größer, als er eigentlich ist. Also er sieht größer aus, als er aussieht. Das klingt total komisch, aber es ist so. Jetzt stellt euch mal vor, wie groß ist denn so der Mond am Himmel? Wenn ihr mal euren Daumen nehmt, und so nach vorne streckt und anschaut und dann mal überlegt, wie groß ist der, habt ihr den Mond gesehen? Ist der größer als der Daumen? Wie viel größer ist er als der Daumen? Ist er kleiner als der Daumen? Ist er ungefähr die Größe des Daumens? Die meisten denken, er ist größer. Jetzt geht mal nachts nach draußen, wenn der Mond ist, und haltet den Daumen über den Mond. Ihr könnt ihn ganz einfach abdecken, weil der Daumen ist halt, also auf die Entfernung natürlich, größer. Wenn ihr den Daumen wegnehmt und dann wieder schaut, dann kommt euch der Mond wieder größer vor. Und das ist das ganz Komische, dass der Mond am Himmel irgendwie größer erscheint, als er wirklich ist. Und das ist die Mondtäuschung. Und da ist sich die Wissenschaft selbst noch nicht sicher und nicht einig, warum das überhaupt so ist. Und das ist doch mal fantastisch. Das ist doch mal der Wahnsinn. Das war's, Manuel Off. Ich gehe jetzt Werwolf werden. So Leute, habt ihr gut geschlafen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und die Stammzuschauer von mir wissen es bereits, jeden Freitag 16 Uhr gibt es ein brandneues, top aktuelles Video von mir. Aber es gibt weitere unter der Woche und hier ein super Tipp, um keinen meiner Videos zu verpassen. Und damit ihr die Ersten sein könnt, die kommentieren, Daumen drücken und teilen, geht man bei YouTube auf meine Obs und dann Abos verwalten. Da könnt ihr einen Haken setzen, bei Abo-Neuigkeiten an mich senden. Dann werdet ihr per Mail informiert, sobald es von mir ein neues Video gibt. Hurra, 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 der Mond ist aufgegangen.